Premiere. Impulstage wollen potenzielle Kirchenvorsteher begeistern. Lange dabei, Klaus Meisel engagiert sich schon 18 Jahre für seine Gemeinde. Und Lieblingsplatz, ein Hofer Kirchenvorsteher und seine Michaeliskirche. Grüß Gott Oberfranken, willkommen zum evangelischen Fernsehmagazin bei TVU. Ich begrüße Sie diesmal hier vor der Kulisse der Konzert- und Kongresshalle Bamberg. Fast 2 Millionen Wahlberechtigte können am 20. Oktober in den evangelischen Kirchengemeinden in Bayern ihre Leitungsgremien wählen. Deshalb wollen wir in dieser Ausgabe Fragen rund um die Wahl beantworten. Was macht eigentlich ein Kirchenvorstand? Wie kommt man in dieses Amt? Wie und wo kann man wählen? Im Vorfeld dieser Kirchenvorstandswahlen gibt es in diesem Jahr die sogenannten Impulstage. Sie finden in ganz Bayern statt und wollen Lust aufs Kandidieren machen. Wir waren hier in Bamberg mit dabei und haben uns mal umgehört. Miteinander Gemeinde leiten. Darum geht es im Kirchenvorstand. Er ist sozusagen eine evangelische Spezialität, denn in ihm beraten und entscheiden gewählte und berufene Ehrenamtliche gemeinsam mit Pfarrerinnen und Pfarrern auf Augenhöhe. Bei den diesjährigen Impulstagen sollen nun vor allem diejenigen einen Einblick in die Arbeit erhalten, die vielleicht noch darüber nachdenken, sich im Kirchenvorstand zu engagieren. Er richtet sich aber auch an Kandidaten, die sich noch tiefergehend informieren möchten und auch amtierende Kirchenvorstände, die einfach auf dem Laufenden bleiben möchten. Ich wurde gefragt, ob ich mich aufstellen lassen möchte und bin auch schon mehrere Jahre ehrenamtlich bei uns in der Gemeinde tätig. Und jetzt sind die Kinder groß genug, wo ich sage, okay, ich könnte es zeitlich schaffen. Und ich möchte aber nicht einfach so ins kalte Wasser springen, sondern schon wissen, um was es geht, was für Aufgaben auf einen zukommen. Ich bin in den Ruhestand eingetreten und möchte sehr gerne ein Ehrenamt übernehmen. Und mich interessiert halt tatsächlich die Zukunft der Kirche. Ich bin jetzt schon seit fast 18 Jahren Kirchenvorsteherin und wollte mir heute vor der KV-Wahl nochmal neue Impulse holen. Ich bin auch schon sehr lange im Kirchenvorstand und auch Vertrauensfrau. Und ja, ich soll ja die Motivation weitergeben an den restlichen Kirchenvorstand. Deswegen habe ich gedacht, so ein Impulstag kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich bin schon 12 Jahre Kirchenvorsteherin und habe mich entschieden, weiterzumachen, noch mal 6 Jahre. Ja, und ich wollte mir heute hier einfach Motivation holen. Der Impulstag dient als Erfahrungsaustausch. Denn oft herrscht Unklarheit darüber, was so ein Kirchenvorstand überhaupt macht und welcher Zeitaufwand dahinter steckt. Das ist ganz unterschiedlich, für welche Aufgaben man sich auch bereit erklärt. Also manche kommen tatsächlich, sage ich mal, nur zu den Sitzungen. Ich bin selber auch Vorsitzende im KV. Dann ist es natürlich schon ein bisschen aufwendiger, auch bei der Sitzungsvorbereitung mitzuwirken. Wichtig ist es den Organisatoren dabei auch, offen und transparent zu kommunizieren, welche Verantwortung eine Kandidatur mit sich bringt. Die Kirchenvorsteher sind ja wirklich Gemeindeleitung. Und sie leiten gemeinsam mit dem Pfarrer. Nicht der Pfarrer oder die Pfarrerin allein leitet, sondern es ist eine gemeinsame Leitung von Pfarrer, Pfarrerin und Kirchenvorstand. Und die stimmen sich auch ab. Und es ist uns in unserer evangelischen Kirche auch wichtig, dass da die Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen zusammenwirken. Insofern sind die Kirchenvorstände verantwortlich für das gottesdienstliche Leben, für die Veranstaltung, dafür, dass das Evangelium zu den Menschen kommt, manchmal auch für die Gebäude. Das ist manchmal auch was Unangenehmes, ja, wenn die renoviert werden müssen. Also es ist immer eine Mischung von wunderbarer Arbeit, sorgen, dass das Evangelium zu den Menschen kommt und manchmal auch gewissen Lasten wie dem Haushalt, der manchmal nicht so richtig zugehen will. Der Kirchenvorstand trägt also die Verantwortung und trifft verbindliche Entscheidungen für alle Aufgaben und Aktivitäten, für rechtliche und geistliche Fragen der Gemeinde. Und daher spielt er für die Gemeinden eine immens wichtige Rolle. Eher können Hauptamtliche fehlen als die Ehrenamtlichen, die vor Ort für die Gemeinde Jesu Christi stehen. Ein Tag voller Impulse, Inspiration, Gemeinschaft, Motivation und geistlichen Elementen geht zu Ende. Viele offene Fragen konnten geklärt und viele Menschen für das Amt des Kirchenvorstands begeistert werden. Verantwortlich für die bayernweite Veranstaltungsreihe der Impulstage ist Kirchenrat Michael Wolf. Und mit ihm habe ich mich am Ende der Veranstaltung hier in Bamberg noch unterhalten. Herr Wolf, bislang gab es solche Impulstage vor den Kirchenvorstandswahlen ja noch nie. Warum hat man sich in diesem Jahr für so eine Veranstaltung entschieden?
Früher gab es immer einen zentralen KV-Tag nach der KV-Wahl zum Start. Und diesmal haben wir gemerkt, erstens, wir müssen vor der KV-Wahl schon was machen, weil das eine Herausforderung ist, für viele Gemeinden vor Ort auch Kandidierende zu gewinnen. Und da haben wir gesagt, da können wir unterstützen, indem wir einfach sagen, wir sammeln die Leute, wir beantworten Fragen, wir zeigen, welche Themen gerade in der Landeskirche aktuell sind und dann sozusagen den Leuten helfen, eine Entscheidung zu treffen. An allen Veranstaltungsorten, auch hier in Bamberg, hat man ja bewusst große Räumlichkeiten angemietet. Wie zufrieden sind Sie letztlich mit der Resonanz? Ja, also wir haben das ja das erste Mal gemacht. Und wenn man das erste Mal was macht, dann muss man irgendwie planen und schätzen, wie das wird. Ja, hier ist es ein sehr großer Raum. Wir freuen uns jetzt, dass wir 120, 130 Leute hier sind. Und die Stimmung ist super. Letzte Woche in München, das war der allererste. Da waren wir, glaube ich, so 60, 70. Nächste Woche, glaube ich, in Regensburg wird es schon wieder ein bisschen mehr. Also ich glaube, je näher die Wahl rückt, desto brennender wird auch das Thema und desto aktueller wird es. Aber man muss manchmal auch klein beginnen und dann wächst es so ein bisschen. Die Reaktionen heute sind sehr positiv, dass die Leute sagen, das tut ihnen gut, das macht ihnen Mut und das hilft ihnen bei ihrer Entscheidung. Im Rahmen der Veranstaltung sind natürlich schon viele offene Fragen geklärt worden. Vielleicht können Sie aber für unsere Zuschauer zu Hause noch mal erklären, wie kann ich mich denn aufstellen lassen? Ja, also letztlich gibt es in unserer Kirche ein Gremium, das heißt Vertrauensausschuss. Und dieser Vertrauensausschuss, der setzt sich zusammen aus Mitgliedern vom Kirchenvorstand, Pfarrerinnen und Pfarrer und andere Menschen, die dazu berufen werden. Und die überlegen sich, wen können wir auch ansprechen. Und ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon seit Monaten Menschen anfragen, hättest du nicht Interesse, dich aufstellen zu lassen? Also das heißt, man wird oft angesprochen, man kann aber auch selber zur Pfarrperson oder zum Vertrauensausschuss gehen und sagen, ich war jetzt bei so einem KV-Tag und das hat mich total motiviert und ich habe Lust, Kirche mitzugestalten. Ich würde gern kandidieren. Und dann sortiert der Vertrauensausschuss die ganzen Kandidierenden, die Liste und stellt die dann letztlich auf. Also man kann von anderen vorgeschlagen werden, man kann angefragt werden, aber man kann auch selber sagen, ich hätte Lust, lieber Vertrauensausschuss, nehmt mich bitte auf die Wahlliste. Und dann entscheidet natürlich der erstmal, aber das sind die Wege bis dahin. Was sollte denn der ideale Kandidat mitbringen? Ja, der ideale Kandidat, das gibt es natürlich nicht. Wir sind eine riesige Landeskirche von Passau bis Hof und wo auch immer. Aber also ich glaube schon, man braucht eine Liebe zur Kirche, man braucht eine Liebe zu dieser Gemeinschaft und zu dem, was da auch gewachsen ist. Man muss die Tradition auch irgendwie schätzen. Aber ich glaube, gerade in diesen Veränderungszeiten, wo wir uns gerade befinden, brauchen wir auch Leute, die Lust haben, in die Zukunft zu gehen und nicht nur sagen, ich will alles so behalten, wie es immer war, weil so war es schon immer, ja? Sondern dass Leute sagen, wir sehen die Veränderungen der Gesellschaft und das verändert auch uns als Kirchen. Wir müssen uns neu aufstellen, neu zu den Menschen hingehen, neu hinhören und auch unsere Strukturen aufbrechen und Neues wagen. Solche Menschen brauchen wir, glaube ich, gerade jetzt in den nächsten 6 Jahren für die Kirchenvorstände. Wie wird denn letztlich gewählt? Also wir haben wie bei der letzten Wahl 2018 wieder entschieden, wir machen die allgemeine Briefwahl. Also es ist ein Rundum-Sorglos-Paket quasi. Jedes Mitglied der Kirche bekommt einen Brief und da sind die Wahlunterlagen alle komplett drin. Also ich muss die Briefwahl nicht erst anfordern, sondern jeder kriegt die und ich kann die nutzen. Und wenn man sagt, ich möchte nicht die Briefwahl nutzen, sondern ich möchte ins Wahllokal, dann kann die Kirchengemeinde vor Ort entscheiden, dass es eine Zeit gibt, wo das Wahllokal auch aufgemacht wird, im Gemeindehaus oder wie auch immer, am 20. Oktober. Also es ist sehr, sehr einfach, entweder ganz bequem zu Hause per Brief oder eben dann im Wahllokal in der Gemeinde. Einer, der sich im Oktober nochmal zur Wahl stellt, ist der Bayreuther Klaus Meisel. Er ist schon seit 2006 Kirchenvorsteher in seiner Heimatgemeinde, der Bayreuther Stadtkirche. Seit 2018 ist er zudem auch noch Vertrauensmann und spielt damit eine besondere Rolle im Kirchenvorstand. Vertrauenspersonen bereiten zusammen mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Kirchenvorstandssitzung vor. Außerdem vertreten auch sie die Gemeinde in der Öffentlichkeit und schauen genau hin, was sich in der Gemeinde gerade so tut. Klaus Meisel ist Bayreuther durch und durch. In seinen 18 Jahren als Kirchenvorstand hat er schon einiges erlebt. In seine Kirchenvorstandszeit fällt auch die Renovierung der Stadtkirche. Erhebliche Bauschäden führten 2006 zur vorübergehenden Schließung der Kirche mit nachfolgender gründlicher Sanierung. 8 lange Jahre wurde die Kirche renoviert. Wir mussten uns auch da schwere Entscheidungen abringen, weil wir gesagt haben, okay, für die nächsten 50 Jahre haben wir das dann beschlossen. Also es ist schon so, dass du dann auch viele Entscheidungen treffen musst, wo du dann auch vielleicht im Nachhinein denkst, war es die richtige? Haben wir richtig entschieden?
Aber ich kann immer nur sagen, ja, weil in dem Augenblick kannst du nur so entscheiden. Eine Entscheidung, wo ich ins Grübeln gekommen bin, das war dann das, als losging mit dem der Gruft, Öffnen der Gruft, dass man die von außen besichtigen kann. Und die Diskussionen dann mit der Landeskirche. Ob ja, ob nein. Und dann bist du wirklich am Überlegen, ist es wirklich richtig, dass du es tust, ist es nicht richtig. Aber ich, im Nachhinein sage ich, es war die richtige Entscheidung. Es war die richtige Entscheidung. Die feierliche Wiedereröffnung am 1. Advent 2014 war für Klaus Meisel der bisherige Höhepunkt als Kirchenvorstand. Das ist ein erhebendes Erlebnis schon, wenn du dann siehst, es wird fertig, es ist und dann das, als wir dann den Einzug beim Festgottesdienst hatten, das kann man nicht beschreiben. Man merkt es schon aus seinen Worten, die Bayreuther Stadtkirche ist für Meisel nicht nur ein Gebäude. Ich bin liebend gern hier in der Stadtkirche, also es kann auch sein, dass ich nach der Arbeit mal hier einfach herfahre. In diesen Raum hereinzugehen, das ist wunderbar. Es ist schön, wenn man da reingeht, man fühlt sich hier, also ich zumindest, fühle mich hier sehr zu Hause. Und hier in der Kirche, in jedem Flecken oder jedem Ort, fühle ich mich hier einfach wohl. Seit 2006 hat sich nicht nur die Stadtkirche verändert, auch inhaltlich hat sich die Kirche gewandelt. Unsere Kirche ist mehr so eine Citykirche geworden, nach dem Umbau. Und wir haben hier sehr viele Ausstellungen, wo wir wirklich sagen, Ausstellungen, Musikveranstaltungen, unsere Kantorei singt hier und solche Sachen haben wir jetzt umgeändert und das ist auch ein bisschen der Schwerpunkt geworden mit. Dass Klaus Meisel Kirchenvorstand wurde, war eher Zufall. Geplant hatte er es nicht. Ich wurde vom damaligen Pfarrer gefragt. Ich habe ja hier Kindergottesdienst gemacht und da kam er auf mich zu und hat gesagt, wie schaut es denn aus? Nicht Lust für einen Kirchenvorstand und ein bisschen überlegt und dann gesagt, okay, warum nicht? Ist schön, wenn man sich mit den Gemeinden und den Kirchensachen beschäftigen kann und man erfährt auch vieles. Und das möchte Klaus Meisel auch in den kommenden 6 Jahren machen. Die Geschicke lenken als Kirchenvorstand und als Vertrauensmann seiner Stadtkirche. Auch in unserem nächsten Beitrag lernen Sie einen langjährigen Kirchenvorsteher kennen. Diplomkaufmann Wolfgang Frisch. Er engagiert sich seit mehr als 20 Jahren im Kirchenvorstand von St. Michaelis in Hof. Dort befindet sich auch sein Lieblingsplatz. Mein Name ist Dr. Wolfgang Frisch. Wir sind hier in Hof in der St. Michaeliskirche. Ich bin hier im Kirchenvorstand seit Jahrzehnten und bin auch Vertrauensmann hier. Wohne in einem anderen Stadtteil, aber habe mich umgemeinden lassen, weil ich mich hier einfach wohlfühle. Und mein Glaubensleben hat mal so angefangen als Konfirmand. Ich habe noch versucht, einfach auch die Zusagen, die man als Konfirmand hier trifft, in mein Leben aufzunehmen und umzusetzen. Insofern gibt es hier eine persönliche Geschichte. Also es ist so, dass wir, meine Frau und ich, auch persönlich mit Menschen im Gespräch sind über den Glauben und dass wir immer wieder auch zum Gottesdienstbesuchen einladen. Hier wird das Wort Gottes noch in einer Weise ausgelegt, die ich gut biblisch nennen möchte. Im Laufe der Zeit, aber geht es doch auch immer um Begleitung des Gemeindelebens. Wir haben also hier eine besondere Geschichte mit der ganzen Flüchtlingssituation seit 2016, als eben die große Welle kam. Wir haben hier etwa 25, 30 Ausländer, sage ich mal, zur Taufe führen können. Die sind, haben natürlich auch Taufkurse mitmachen müssen, werden nicht einfach so auf Wunsch getauft. Wichtig ist, denke ich, aber schon, dass Menschen auch nicht nur so eine Tätigkeit ausfüllen, um ihren Zeitplan zu füllen oder sich irgendwie wichtig zu fühlen, sondern es kommt einfach auch darauf an, dass es eine Berufung gibt im großen Reich Gottes, auch wenn nur so eine Mini-Aufgabe, aber ich habe eine Aufgabe und ich weiß, dass ich da, wo Gott mich haben will, eingesetzt bin und an ganz kleiner Stelle auch mitwirken kann.
Das war Grüß Gott Oberfranken für heute. Die ganze Sendung finden Sie wie immer auf tvo.de und auf dem YouTube-Kanal des Sonntagsblatts. Die nächste Sendung gibt's am 27. März. Bis dahin, eine gesegnete Zeit.